C'est quelque chose de très spécial. C'est peut-être une fois dans ton carrière. C'est un honneur de rouler à la maison, de voir tous les amis au bord de la route. Tout ça, c'est vraiment différent pour tout le monde et pas que pour les coureurs, aussi pour l'équipe nationale. Es gibt nichts Größeres als einen Weltmeisterschaftstitel. Tout le monde est très fier, tout le monde est très motivé. C'est assez grisant. Transporte un peu une histoire sur 365 jours et c'est pour ça que ce maillot il a énormément de valeur. Ich glaube, das Größte, was man kann gewinnen im Radsport, ist wahrscheinlich größer als ein Olympiasieger. Das Trikot mit den Regenbogenfarben. Ja, ist alles im Radsport. Un parcours très difficile. On va escalader 7 fois la petite Forcla. Ja, es ist eine super schöne Strecke, ganz, ganz speziell im Dorf rein zu starten. Und die Steigung ist natürlich auch sehr hart. Und es wird sicher eine selektive Weltmeisterschaft werden. Ich konnte schon viele Weltmeisterschaften bestreiten. Und eben für mich, denke Mendrisio 2009, war eben in der Schweiz, war ein sehr tolles Erlebnis. Es waren meine Familie, meine Freunde waren dort am Start und haben mich angefeuert. Und das war für mich als Schweizer ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe noch ein großes Plakat zu Hause von dieser Weltmeisterschaft und ich erinnere mich immer sehr gerne daran. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder ein Kapitel schreiben können mit guten Erinnerungen. C'est difficile à dire, mais Yorkshire c'était vraiment un peu exceptionnel. Et c'est surtout les mauvais temps qui c'était impressionnant. J'ai jamais vu passer des coureurs dans 40 centimes de l'eau. J'ai vu tous les coureurs sont arrivés vraiment finis.